Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 2 Gateway to Glimmer. Schon wieder geschafft. Yay! Ja, ich denke mal, das ist heute die vorletzte Aufnahme. Wir haben noch zwei Level vor uns. Und zwar wäre das einmal dieser Sumpf und dieses Future Level, keine Ahnung. Wir machen zuerst das Future Level, weil der Sumpf mein Lieblingslevel ist. Ich glaube, das war hier hinten, oder? Ja, das hatten wir schon. Metropolis. ...5100 Schätze haben wir schon. Also Edelsteinchens. Ich habe eigentlich keine Lust. Eigentlich habe ich keine Lust auf das Level, aber irgendwie ist das auch cool. Also, es ist so ein Zwischending. Nee. Das Tolle ist, ich habe eine Fliege auf meinem Bildschirm sitzen. Naja, ist ja gut. Hier ist auf jeden Fall so ein Kraftfeld, damit wir hier nicht raus können. Ja. Und da hinten bei diesem Powerpunkt ist auch schon das Ende. Aber natürlich gehen wir einen großen, weiten Weg außen rum. Dieser Aufstand auf den Höfen ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Jemand muss da wieder für Ordnung sorgen. Such die Erfinder-Druidin. Sie arbeitete an was Großem. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier sind halt so komische Kühe. Ja, mit dir reden will ich noch nicht. Was ich ganz gut finde, in diesen Aufzugsräumen hier liegen immer Edelsteine in der Farbe vom Aufzugsraum. Das mag ich voll. Die Fahrstühle müssen dringend überholt werden und es ist kein Geld da. Dieser hier steckt fest, siehst du? Ich glaube, er geht wieder, wenn du mal ordentlich drauf haust. Oh, dann hauen wir mal ordentlich drauf. Jetzt müssen ja Zähne rumliegen. Ja, das tun sie auch. Finde ich cool. Kriegen wir jetzt eine ab? Ne, zum Glück nicht. Die nächste Kuh. Ja. Irgendwie ist mein Hals gerade ein bisschen gereizt. Ich weiß auch nicht warum. Also es könnte sein, dass ich ein paar Mal hier rumhuste. Da müssen wir also den richtigen... Dings finden. Hier oben ist auch noch eine Kuh. Richtigen Zeitpunkt. Sonst kriegen wir nämlich eine übergebraten. Was ist da los? Ich glaube, ich muss gleich mal was trinken. Weil hier rumzuhusten habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ging die ganze Zeit gut und jetzt eben gerade, wo ich die PlayStation eingeschaltet habe, seitdem bin ich hier am rumhusten. Hier sind Fünfer, hier ist auch schön blau. Wo die Fünfer lila sind. Es gibt halt keine blauen Edelsteine, da kommt halt lila am nächsten. So, dann haben wir jetzt gleich schon das erste Minispiel, wie diese Dinger sind, ja, Fresschen für Sparks. Würde ich sagen, machen wir mal direkt erst hier oben das Minispielchen. Das mag ich nicht so. Wie du siehst, hat ein böser Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Wir dachten, dass das Einfrieren der Wege Tiere fernhält. Der Ochse ist ziemlich hart. Ich rate dir, Bomben gegen ihn zu benutzen. Und selbst dann brauchst du mehrere Bomben. Explodierenden Bomben ausweichen
Bomben gegen Ochsen einsetzen. 4 von 5. Ich hätte 5 von 5 gegeben. Ich finde die Aufgabe echt ein bisschen nicht so schön. Ist der jetzt wieder voll aufgeladen? Nee. Könnte ich eigentlich immer wieder zurückgehen? War gut. Ich muss schon wieder husten, es ist unfassbar, aber ich kann jetzt nicht. Der wäre so schön gewesen, ne? Ja, super, habe ich mich selbst getroffen. Jetzt muss ich mir aber erstmal wieder Sparks holen. Ich hoffe, der bleibt so, wie er jetzt ist. Parksi, Parksi. Das hat auch schon einen Sinn, dass die Dinger hier rumlaufen. So, und ich hoffe, der hat sich jetzt nicht regeneriert oder so. So, hau raus. Mal oder so noch. Hey! Hervorragende Arbeit, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt anständig verteidigen. Nimm diese dem Auge schmeichelnde Belohnung. Ein Kugeldings, genau. So. Dann wäre das jetzt schon mal erledigt. Ich habe gerade überlegt, wie wir da drankommen, aber ich weiß jetzt wieder wie. Das war mit dem Powerpunkt am Ende. Das war klar. Und hier liegen jetzt grüne Edelsteinchen rum. Ich hoffe mal, wir kriegen gleich wieder ein Sparksy Parksy. Und hier müssen wieder gelbe liegen. Die grüne. Das haben sie nicht bedacht. Okay, ihr seid noch okay. Sehr gut. Hier liegen jetzt rote. Könnt ihr auch mal ein paar mehr hinpacken. Nach oben und da wird schon irgendwas getötet gerade. Ah! Ich habe eigentlich gedacht, er würde gegen dieses Ding fliegen. Falsch gedacht. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt erstmal was zu trinken holen. Mir ist schon wieder irgendwas gestorben. Ah, ja, einen kleinen Mini-Pupsi-Moment. Nämlich gerade so halbwegs. Ich habe mein Bett verschoben. Halbwegs griffbereit gewesen. Ja, das ist auch gut. Ich habe mir nämlich Apfelsaft geholt und irgendwie war da eine Flasche, die war nicht richtig. Also die war trübe und da sind Sachen drin rumgeschwommen. Aber hier sieht ganz gut aus. Schmeckt auch ganz normal wie Apfelsaft, das ist gut. Das war so ein Sechserpack. Ich hab da überhaupt nicht drauf geachtet. Oh,
Apfelschorle. Ja. Hoffentlich geht das jetzt besser als vorher. Was ist denn hier oben los? Sehr gut. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen rumschmatzen. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie viele Leute haben. Wir haben heute den 22.09. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und vielleicht, was es noch Neues gibt. Dennis und ich, wir haben jetzt am Wochenende wieder ein bisschen Almost Daily geguckt. Das ist so geil. Weil das macht einfach richtig Spaß, den Leuten von den Rocket Beans zuzuhören. Weil die echt sau angenehme Stimmen haben und so. Wer es vielleicht nicht weiß oder kennt, Rocket Beans sind eigentlich genau die gleichen Leute, die auch Game One machen. Die haben halt hier so einen YouTube-Channel und da laden die alle möglichen Scheiß hoch. Zum Beispiel Almost Daily, wo dann einfach eine Stunde lang über irgendein Thema quatschen. Richtig geil. Und die haben dann über Träume geredet. Und das Coole ist, dass ganz viele von denen ein Traumbuch geführt haben. Ich möchte jetzt hier nicht zerquetscht werden. Und da habe ich mir gedacht, da ich auch in Anführungszeichen relativ viel träume, also ich habe mal mehr geträumt, aber wenn, dann träume ich immer so einen totalen Schwachsinn. Und das Blöde ist halt, dass meistens, wenn ich dann was geträumt habe, dann will ich das dem Dennis dann immer noch schreiben oder so. Aber bis dahin habe ich das schon wieder vergessen. Deswegen habe ich mir jetzt ein Buch gekauft, wo ich dann ja reinschreiben kann, direkt wenn ich aufwache, wenn ich irgendwie was geträumt habe. Ja. Ah, Spyro! Ich habe gehört, dass du kommst. Danke für deine Bemühungen, diesen Coup zu vereiteln. Nimm bitte dieses Objekt, das lebenden Kreaturen zu gefallen scheint. Das Lustige ist, dass sie nicht so robotisch geredet hat. Das ist eine Neuheit in Avalar. Ein kombinierter Powerpunkt. Gott sei Dank bist du hier, um ihn zu testen. Diese Schafe in ihren Raumschiffen müssen aufgehalten werden. Schaf unter Tassen herunterholen. 4 von 5 Sternchen. Und natürlich schießen die Dinge auch auf uns. Aber wir haben hier Flug und Dings. Ah, ich habe einen getroffen, das ist sehr gut. Sehr gut. Wow. Da bist du. Ich glaube, jetzt gibt es aber gleich nochmal neue Untertassen. Hervorragende Arbeit. Du hast diese Schafe unsanft landen lassen. Dieses Kugelgerät ist ein Beweis deines Könnens. Dankeschön. Ich meine, es wird nochmal neue kommen. Ich wusste es. Die ersten Schafe haben einen Hilferuf ausgesandt. Jetzt kommt die nächste Flotte Untertassen. Zweite Flotte abschießen. 5 von 5 Sternen. Ja, wir haben übrigens auch schon 91% gehabt, als ich das Spiel gestartet habe. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel. Sind noch ein bisschen fixer unterwegs. Da ist eins. Bäm! Guter Flug, Flieger! Du hast die Genialität meines Doppelpowerpunkts bewiesen. Nimm das hier als Erinnerung an deinen Sieg. So, jetzt müssen wir Edelsteine einsammeln. Das soll ja relativ fix gehen. Ich
Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir für die zweite Flotte weniger Zeit gebraucht haben als für die erste. Dum, 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 dum.